bin Tanner und 15 Jahre alt und Enkelin von der Frieda. Ich bin Frieda und bin 70 Jahre alt und bin die Oma von der Hanna. Hast du eigentlich Angst gehabt, also wie du so als jünger warst vor dem Älterwerden, oder hast du da oder hast du einfach gedacht, ja, das ist so, wie das ist einfach so? Ja, also wie ich jünger war, habe ich mir das Älterwerden eigentlich nicht so schön vorgestellt. Weil doch in der Familie meine Mutter älter war und so weiter und Tanten und so. Und die sind mir eigentlich dann schon oft furchtbar nachgegangen. Aber heute verstehe ich sie, weil ich muss mich manchmal selber zu mir selber sagen, dass ich manchmal auch ins selbe Fahrwasser bin. Also ich gehe mit meiner, wie soll man sagen, mit meinen guten Ratschlägen bestimmt auf Nerven. Und da muss ich mich schon also zusammenreißen, dass ich die nicht immer rundum verteile. Ja. ich bin Tamina, ich bin 14 Jahre alt und ich bin Tochter von der Uli. Ich bin die Uli, ich bin 47 und ich bin die Mama von der Amina. Ich fand immer, dass zum Beispiel ältere Frauen sich immer so langweilig angezogen haben, so wie ich mich jetzt auch anziehe. Das habe ich früher immer gedacht, Mama, warum müssen die sich alle so langweilig anziehen? Und alle immer so langweilige Farben und alles so. Das werde ich ganz anders machen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und jetzt hast du nicht anders gemacht, oder? Ich habe das Gefühl, es wird immer ähnlicher, ja. Weil man sich irgendwie verändert. Man verändert sich doch. Es verändert den Geschmack und so. Auch so Miniröcke und so, habe ich früher gedacht, da kann man kann doch noch einen Minirock anziehen, wenn man 60 ist. Ja, so diese Meinung hat sich inzwischen. Und du bist sicher froh, wenn ich keinen Minirock habe. Ich bin Tetitscha, ich bin 17 Jahre alt und ich bin mit der Tochter von der Sevinch befreundet und auch mit ihrer. Ich bin die Sevinch, bin 45 und Tetitscha ist die Freundin von meiner Tochter und wir sind auch befreundet. Und was waren deine wichtigsten Entscheidungen bis jetzt? Was denkst du? Meine wichtigsten Entscheidungen. Ich habe mich für zwei Kinder entschieden. Das bereue ich nicht. Also das ist gut so, wie es ist. Meine Beziehung. Das habe ich mich auch für mittlerweile 23 Jahre entschieden. Das passt auch. Ich habe mich für die Arbeit entschieden, was ich jetzt mache, im Gegensatz zu früher. Das finde ich jetzt so wichtig für mich. Und ich mag jetzt einfach, dass vieles so schon läuft, wie es laufen sollte, oder wo abgeschlossen ist oder halt in die Wege geleitet ist. Und dass jetzt Cleo auf mich schauen kann, dass ich sagen kann, okay, jetzt mache ich mal, was jetzt nur mich betrifft, dass ich Entscheidungen fälle, wo mir gut tun. Ich bin Lea, ich bin 17 und das ist meine Freundin Gabi. Ich bin Gabi, ich bin 48 und bin die ältere Freundin von der Lea. Es ist hetzig, gell? In 20 Jahren, da bist du voll im Berufsleben drin. Und, hoffentlich, ja. Sicher, wird so sein. Hast du auch schon 20 Jahre mehr Erfahrung gesammelt? Ja. Und ich bin in Pension. Das ist ja. Das tut mir hetzig, so die Vorstellung. Schön. Und das Lustige ist, wir haben es ein bisschen überlegt, der Christian und ich, also wahrscheinlich mein Mann, ob das nicht total cool wäre, so ein Wohnmobil zum kaufen und ins Auto zum hocken und loszureisen. Weißt du, wenn du mal gebunden bist zeitlich. Und das ist für mich so eine Verbindung zu meinem Alter auch, weil das haben wir beide gehabt, also, wo wir ganz jung waren, dass wir das Gefühl hatten, eben reisen und also
ohne viel Action reisen, so spontan. Und ja, jetzt im Alter kommt es wieder, aber halt ja, mit Komfort, oder? Ja, nicht, ja, nicht mit Zelt, sondern mit am Bett und so. Und das finde ich total eine schöne Perspektive. Also für die Jugend fällt mir jetzt mal als erstes ein, dass sie lockerer sind, wesentlich lockerer wie mir. Mhm. Dass ihr euch nicht von irgendwie, ihr seid nicht so ängstlich. Mhm. Euch hat man, glaube ich, nicht so viele Versionen erzählt, wie das Böse endet, wenn du das oder das so machst. Mhm. Dann wirst du sehen, was da draus wird. Ihr seid einfach, ja, euch kann man nicht so viel vormachen. Ja. Ihr seid, ihr habt durch die ganze Aufschlossenheit, Fernseher etc., also habt ihr ein anderes Blickfeld, wie wir gehabt haben. Ja. Wir waren schon sehr eng. Bei uns war es sehr eng. Und das gefällt mir bei euch wahnsinnig gut. Dass ihr einfach locker, nicht so ängstlich und so einfach die Dinge gut anpackt. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Mhm. Das ist halt so. Und wenn es schiefgegangen ist, ist es halt schiefgegangen. Ja. Du warst hier ganz früh das erste Kind gekriegt. Ich war 20. Mhm. Also fast 21. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, naja, also irgendwie zu dem Zeitpunkt habe ich will in die weite Welt hinaus. Eben das Kibbutz in Israel war so eine Idee vor der Schwangerschaft. Und dann habe ich aber gemerkt, wie viel ich kriege mit meinem Kind und mit meiner Beziehung. Und wir sind dann immer gereist. Also Reisen war wichtig. Wenn ich das nicht können hätte, wenn das nicht gegangen wäre, puh, dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre. In 20 Jahren will ich meine Ausbildung hoffentlich in der Hand haben. Ja, das hoffe ich auch. In 20 Jahren. Und hoffentlich auch das, was ich wollte. Nicht, dass ich in 20 Jahren da hocke und mir denke, ja, jetzt habe ich irgendeinen Job. Und ich will in 20 Jahren eine Familie aufgebaut haben. In 20 Jahren. Und in 20 Jahren, gut, da bin ich schon 90, also was mir da wichtig noch ist, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt also nicht so ganz genau beantworten vielleicht. Und die Lebenserwartung ist ja eigentlich relativ hoch. Wichtig wäre mir, dass ich noch fit wäre, weniger körperlich wie geistig. Mhm. Also wenn ich Demenz wäre, das wäre für mich schlimm, aber ich würde es wahrscheinlich dann gar nicht mitkriegen. Aber das, die Aussicht, die beschäftigt mich schon manchmal. Ja. Also ich sehe mir jetzt in der Zukunft schon im Ausland. Also ich möchte nicht in Vorarlberg bleiben. Wie stellst du denn selber dort vor? Ja, also hoffentlich habe ich einen guten Job und verdiene gut. Und also ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass ich, keine Ahnung, super reich bin oder so, das brauche ich nicht. Aber ich möchte halt nur, dass es mir gut geht. Ja, ich hoffe, dass ich in 20 Jahren nicht mehr arbeiten muss. Ich sehe mich auch in der Nähe von meiner Familie, das heißt von meiner Kind, vielleicht auch Enkelkind, hoffentlich den noch. Und ich sehe mich auch, so wie es jetzt die jetzige erste Generation macht, so ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr daheim. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also ich bin jetzt noch nicht so lang auf der Welt, dass ich jetzt sagen kann, welche die besten Jahre von mir jetzt waren. Da würde ich, glaube immer sagen, das ja, wie ich gerade alt bin. Aber ich glaube, von einer Frau, auch wenn ich noch nicht so alt bin, sind so 30. Also zwischen 30 und 40. Und welche sind deine besten Jahre? Also ich persönlich glaube, dass ich sie noch nicht kann. Ich vermute aber, dass ich sie habe, wenn ich hoffentlich mal studieren gehe. Aha. Mit was verbindest du das? Selbstständig werden. Ah, okay. Unabhängig von meinen Eltern einfach. Und mich selber auf meine Zukunft vorbereiten, auf das, was auf mich zukommt. Also ich fand die Zeit von meinem Studium auch wahnsinnig schön. Gerade weil ich da noch keine Verpflichtungen hatte und weil es noch nicht so einen festen Mann gab und keine Kinder, für die ich auch Sorge tragen musste, weil es eigentlich mehr oder weniger nur mich gab. Das fand ich auch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, ich kann mir das voll vorstellen, dass ich jemand bin, der
voll für seinen Job lebt. Also wenn es wirklich etwas ist, was, wenn ich das finde, was zu mir passt, dann bin ich, glaube ich, jemand, der wirklich sich dort noch also das Beste für sich rausholt. Und der muss halt am Partner, muss halt dort tolerant sein, schätze ich jetzt mal. Und also ich weiß nicht, ich möchte auch keine Kinder. Also wenn ich jetzt von mir ausgegangen in 20 Jahren oder so, das muss er halt auch akzeptieren. Das Jungsein sind gute Jahre, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein Lebensabschnitt jetzt das Beste war. Mhm. Sondern das ist einfach so mein Leben gelaufen und da waren Höhen und Tiefen. Und ich kann nicht sagen, was jetzt das Beste war. Aber wenn du sagst, Jungsein, halt trotz Alter nicht auch irgendwie was Gutes, weil man schon viel Erfahrung hat? Und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall hat das Alter was gut, weil man viel Lebenserfahrung hat. Und weil man Dinge erlebt hat und im Alter alles, was früher Katastrophe fast war, das ist nicht mehr so dramatisch. Ja. Man kriegt schon Abstand. Mhm. Was nervt dich an den Alten? Also an den Alten, also jetzt so mal generell, die so vor Mutter aufwärts, nervt mich das so, dass sie eigentlich immer so recht haben müssen und man nie irgendwas sagen kann, was nicht stimmt. Und dass sie so tun, als ob sie sich also bei jeder Sache auskennen. Und auch so, wenn man sagt, das finde ich nicht so, dann müssen sie auch irgendwelche Argumente haben. Und auch so, sie sind manchmal ziemlich peinlich. Also so. Ich kenne jetzt viele, die sagen, ich heiße nicht Schürka, Kinder sollen Schürka haben und dort die Grenze zu finden, was ist noch gut und was ist nicht mehr gut, ist ganz schwierig natürlich. Gell? Wenn du alles in Jose nicht kriegst und das nicht zum Schätzen warst, also weißt, ich denke mir, die brauchen Schule ab, obwohl sie es dürften und wir auch noch kämpfen müssen, dass wir in die Schule gehen dürfen. Ja. Ja, also wenn ich es so vergleiche. Ich kann schon verstehen, dass man ein bisschen ungeduldig ist, oder? Also damit habe ich kein Problem. Aber wenn sie dann so sagen, ja, na, die Jungen von heute, die wissen gar nicht eigentlich, was sie tun und so, das finde ich dann, das sind auch oft Vorurteile und das finde ich dann eigentlich schon. Weil sie waren selber mal jung und da hat man das vielleicht für sie über sie auch gesagt und so wiederholt sich das eigentlich alles. Das wiederholt sich alles, ja, ja, stimmt. Die haben gemalt, die haben töpfert, die haben gebart, die haben alles Mögliche gemacht. Und das ist alles weg. Also weg im Sinne von, das haben ja mal da und da haben ja auch Erinnerungsstücke. Ne? Und dem nähere ich mich so ein bisschen langsam an. Ich habe ein Batsch gefilzt jetzt, das war letztes Jahr. Ich habe das total toll gefunden. Und merke so, das ist jetzt so. Aber das ist nicht etwas, wo ich sage, so, die Kinder sind aus dem Haus, oder? Und jetzt, das geht nicht. Ja. Also da ist einfach zu viel Leben geschehen dazwischen. Und von dem her denke ich mir, ja, das möchte. Gibt es eigentlich irgendwas, was du in deinem Leben so bereust oder was du anders machen würdest, wenn du so zurückschaust? Ja, da gibt es schon was. Und zwar, ich war sehr, wie sag man, ordentlich. Und habe mit meinem Ordnungsfimmel, wie meine Kinder immer gemeint haben, bin ich schon jedem mehr auf den Geist gegangen. Und das würde ich heute lockerer nehmen. Also ich würde lange nicht mehr so viel putzen und da nicht so streng sein. Ich finde, dass die damalige, also die Generation vor uns eigentlich in zwei verschiedene Gruppen geteilt werden kann. Die für damals schon sehr offen waren und die für damals schon konservativ waren und immer noch konservativ sind und immer konservativ sie würden. Meine Mama zum Beispiel, es gibt Ältere, die sagen, ich habe das damals nicht machen können, dann will ich, dass du das machst. Und dann gibt es die sagen, ich habe es nicht gemacht, ich habe es auch überlebt und ich wüsste nicht, wieso du das machen solltest. Glaubst du bist jetzt alt? Ich bin älter als noch vor 10 Jahren. Und ich werde immer älter. Ich spüre das mehr als ich 30 oder... Aber ja, als ich 30 war. Das heißt, du glaubst, du bist jetzt noch nicht... Wann würdest du sagen, du bist alt? Oder bist du schon alt? Oder wann wurdest du alt? Also, ab welchem Alter jetzt? Oder welchem Zeitpunkt? Also,
Ich glaube, ich stelle fest, dass ich das natürlich immer noch weiter nach hinten verschiebe. Früher war für mich, als ich zu 50-jährigen Geburtstagen gegangen bin, habe ich gedacht, oh Gott, die armen Leute, 50 Jahre. Und jetzt werde ich dann auch irgendwann 50 und ich denke mir, oh, eigentlich geht eh noch gut. So ein gutes Alter, noch nicht so alt. Also jetzt sind für mich, und ich denke mir, das verschiebt sich immer mehr nach hinten irgendwie. Jetzt, so momentan, fühle ich mich für die Phase, in der ich bin, fühle ich mich eher alt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, aber einfach, dass es irgendwie immer einen Moment gibt, in dem man alt ist. Mhm. Also, man, das Alt, das hat ja nichts in dem Sinn zu tun mit keine Ahnung, dass man graue Haare hat oder so, sondern einfach, ja, eh, wie man sich fühlt, wie du das vorher auch gesehen hast. Ich denke, dass es das irgendwie in jeder Phase mal gibt. Also zumindest geht es mir so. Das ist recht. Das gibt's. Das Wichtige ist, irgendwie nicht verhängen, dem, oder? Sondern sich wieder zum Öffnen. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich früher, als ich im Bus gefahren bin, waren Mädchen, also da war ich 10, und 15-Jährige waren für mich wahnsinnig reif und alt. Das stimmt so, ja. Stimmt, das habe ich vergessen. Ich habe schon ein bisschen so das Bild, ich bin dann alt für mich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich so ein Stück, sage ich mal, die weisen alten Frauen, die taugen mir so. So, die so ein breites Wissen haben, was Gesundheit angeht, was, ja, so wie das Leben rennt angeht. Das wünsche ich mir schon für mich, dass ich dort einmal lande. Ich habe das Gefühl, nicht das Gefühl, dass ich dort bin, aber da habe ich so ein ganz romantisches Bild. Im Wohnwagen. Nee, ich weiß nicht, ob es der Wohnwagen ist.